Ja, ich freue mich sehr, heute Sandra Quintena aus Brasilien begrüßen zu können. Sandra Quintena ist Sozioökonomin und arbeitet bei PAX in Rio de Janeiro, einem langjährigen Partner von uns, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Verona Wunderlich, ich arbeite als Projektmanagerin im Lateinamerika-Bereich hier. Sandra, so ziemlich genau vor einem Jahr haben wir uns im Vorfeld der Rio plus 20-Konferenz schon über das Thema, was wir hier heute etwas ausführen wollen, nämlich die Mega-Eventos unterhalten, nämlich die anstehenden Sport-Großereignisse in Brasilien, also einmal im Jahr 2014 die WM und 2016 die Olympischen Spiele. Schon vor einem Jahr haben wir da eben das Thema gehabt, was sind so die Auswirkungen? Wie ist der Stand jetzt, ein Jahr später? Was ist der Stand der Dinge so in kurz skizziert? Ja, wenn wir über Rio de Janeiro sprechen, ne, diese so bekannte, berühmte Stadt der Welt, Rio de Janeiro, eine wunderschöne Stadt, könnte eine wunderschöne Stadt sein, aber leider die Interesse der sehr großen Spekulation immobiliaria, wie sagt das? Immobilienspekulation. Immobilienspekulation, so wie hier auch. Ich glaube, in Berlin lebt ja auch das, ne? Aber diese Westside Gallery Geschichte hat zu tun auch irgendwie mit dieser finanziellen Krise, dass die Kapital muss irgendwie in eine konkrete sich in konkrete verwendet, ne? Das ist nicht nur Spekulation, aber die muss was baut, konkret, ne? Deswegen die Immobilienspekulation so hoch weltweit ist, ne? Aber in Rio ist diese Situation, dass ihr hier in Berlin lebt, plus eine Potenz, sozusagen, weil das ist echt viel, das ist echt hektisch. Wir leben ganz schnell im Namen der Olympiade, im Namen der Weltmeisterschaft, eine irgendwie Schock von Privatisierung. Es wird nicht nur es wird alles privatisiert in Rio. Ich meine, dass jetzt dieses sehr schöne Gebiet, wo wir diese Kuppel dos Povos gemacht haben, Aterro do Flamengo, zum Beispiel dieser riesig große Garten, publik, sehr demokratisch, sehr, sehr, ja, für die einfachen Leute, die dahin gehen und genießen diese schöne Teil des Staates, eine Stadt, irgendwie, das total auch getrennt ist, irgendwie. Jetzt wurde die versuchen, das zu privatisieren. Jetzt, wir haben einen Skandal auch in Rio, ich weiß nicht, ob in Deutschland das existiert, aber diese Spielzeuge, Banco Imobiliário, Imobiliário Bank, das ist ein Spielzeug, wo du Kauf und Verkauf und spekuliert mit den Gebäuden und so weiter, alles Dinge, heißt Banco Imobiliário, das ist ein sehr berühmtes Spielzeug, kapitalistisches Spielzeug. Und jetzt, die haben so diese Spielzeuge gemacht für die Olympiaden statt. Das heißt, du kannst alles Maracanã verkaufen. Maracanã, der sehr berühmte Stadion in Brasilien, würde privatisiert. Es ist eine Elitisation, sagt das mal, Elitisierung von der Elitenbildung. Bildung. Maracanã jetzt geht nur die reichen Leute. Dass die Bevölkerung, die dahin ging, um die Spielzeug zu Spielplatz Football zu sehen, gibt nicht, kann nicht mehr, darf nicht mehr. Und alle, dass wir diese haben, so zum Beispiel, wir haben stattliche Stadion für Leute, die laufen, Athletismus, so zu so üben, oder Schwimmbaden, alles, dass die gehen zum Olympiaden, so, wurde alles kaputt gemacht für einen Parkplatz. Für die Maracanã, die wurde privatisiert, und werden ein Parkplatz und ein Shopping, Kaufcenter, und dort war eine sehr interessante sportliche Equipamentos esportivos. Sportstätte, ne? Sportstätte, so. Jetzt wurde ein Parkplatz. Das ist nicht einfach. Und alles wurde gemacht. 5.000 Familien, 25.000 Familien wurden schon Vertrieben. removida, remove, those, weg
von die Wohnen, ja, beziehungsweise. im Namen der Copa und der Olympiada. Und die FIFA hat unser Gesetz gefördert, das muss geändert sein. Und wir sagen immer, dass diese Copa 2014 für uns lässt, ist Verschuldung, viel Geld, das wir müssen es bezahlen. Das wurde, auch die Gesetze, im brasilianischen Gesetz wurde es verändert, damit die Stadt kann noch höher sich entschuldigen, Verschulden. verschuldet. Und wer bleibt? Und ich habe die Analyse gemacht von dieser Verschuldung, die ich von der Bundesstadt Rio de Janeiro studiert. Und dann habe ich das gesehen, dass alle Verschuldungsprozesse geht zum, ab 2018 muss die Verschuldung, muss das anfangen zu bezahlen. Das heißt, bis 2014 und 2015 wird alle Schuld bekommen. Und dann kommt die Olympiade. 2 Jahre später, 2018, muss das man anfangen zu bezahlen. Wer wird das bezahlt? Das Erziehungswesen ist schon sehr kompliziert und die Lehrer und die Lehrerin jetzt ist total in Mobilisation auf der Straße, weil die Situation ist grausam. Die Gesundheitswesen und so weiter. Alles im Namen dieser Fußballshow. Weil das hat, nach meiner Meinung nach, hat nichts zu tun mit dem Sport. Das ist ein Geschäft. Genau, du hast jetzt auch schon erwähnt, das Ganze vor diesem ganzen komplexen Szenario, die Menschen beginnen sich auch zu mobilisieren oder sind mobilisiert. Im April, glaube ich, Ende April soll es in São Paulo dazu ein nationales Treffen der Basiskomitees der WM geben. Kannst du uns Ah dazu ja. konkret ein bisschen was sagen? Was ist da geplant? Plus, wer sind eigentlich diese Basiskomitees, die Komitees da Copa, Komitees Popular. wie arbeiten die? Ja, seit 2010 haben wir so Parks war ein paar Teil von diesen Arbeiten, dass wir haben angefangen zu organisieren in den 12 Städten, wo diese Spiele Austragungsstätte? Mhm. Stattfinden wird, haben wir so angefangen, einen Prozess teilzunehmen, die Organisation von diesem Populärkomitee. Volkskomitee, ne? Sagt auf Deutsch, glaube ich. Und dann, jetzt haben wir in die 12 Städte, wo die Copa stattfindet, diese Komitee organisiert. Wir haben schon 2 Dossiers gemacht: die Dossiers von der Verletzung der Menschenrechte. Die sprechen über diese Verletzung von Menschenrechten, auch in verschiedenen Bereichen. Wohnung, ne, dass die Leute, wir schätzen, dass heute in Brasilien 170.000 Familien wurden schon removiert von dem Namen der Copa. Überall in Brasilien. 170.000, das ist viele Leute, das ist fast 800.000 Menschen. Wenn du schätzt, das sind ungefähr 4 Personen pro Familie, ne? Ungefähr 800.000 Menschen hat schon ihre Häuser verloren. Und wenn du sagst, wir sprechen diese Dossier über die Verschuldung, diese finanzielle Frage, dass wir uns beschäftigen mehr, Paxi. Auch die Frage der Prostitution, auch die Frage der informellen Arbeit, weil die Leute, die informell Arbeit leisten, die dürfen nicht mehr während der Zeit der Olympiaden und der Copa arbeiten. Die wurde alles verboten. Die Verkäuferin denkt, das war in Südafrika. Die Leute in Südafrika sagen, wir haben gedacht, dass vielleicht können wir ein bisschen Geld verdienen und unsere Dinge verkaufen, Souvenir und Bier oder Wasser oder irgendwas. Nee, das wurde nicht erlaubt. In 2 Kilometer entfernt von dem Stadion kann man nichts verkaufen. Das heißt, die Taxis auch. Wir überlegt auch, dass wir muss eine Allianz mit den Leuten, die Fahrtaxi Leute machen. Das wird auch unter Kontrolle von einem bestimmten Verkehrsmittel, die nicht nur die normale Taxi ist. Das Die heißt, Steuern. weil die macht so Transfer, Privatfirmas. Die werden nicht so viel Taxi benutzen, sogar alle Leute, die kommen. Das ist sehr kompliziert, total Kontrolle. Zum Beispiel die Hotels,
Von Rio, jetzt, wenn du eine Reservation machen möchtest, von Meisterschaft in Rio zu sein, du schaffst es nicht. Es wird von einer Firma, die Kontrakt mit FIFA hat, die kontrolliert alle die Plätze in Hotels in Rio, in Getwu. Das ist so ein Kartell. Das ist eine Gruppe, die kontrolliert absolut alles. Das ist ein großes Geschäft. Und wenn du siehst, wer finanziert FIFA, es ist ganz einfach. Du gehst zum Homepage von FIFA und suchst mal da, wer patrozziniert. Hat die Schirmherrschaft. Er schafft FIFA. Das ist sehr berühmte Firma. Und vor diesem ganzen Komplex nochmal, wie arbeiten jetzt die Basiskomitees? Wie sind die mit den anderen Organisationen vernetzt, um da überhaupt irgendwas gegen machen zu können? Und was ist möglicherweise bei diesem nationalen Treffen da auch nochmal das Anliegen? Ja, nochmal, aber jedes Jahr wir treffen uns. Das ist, wir machen die Planung von dieses Jahr. Ich glaube, hauptsächlich diese Meeting jetzt ist mehr zum Planen. Die machen das Planungsprogramm für dieses Jahr. Ne? Und dann, aber ja, bis jetzt haben wir mehr im Bereich von die Resistenz von den Leuten, die Wohnung verloren haben. Das war unsere Arbeit viel stark in 2012. Diese Resistenz gegen die Den Leute, Widerstand im Grunde genommen, den die Menschen, die bedroht sind. die bedroht sind und ihr Haus verlieren. Das war überall, in Porto Alegre, zum Beispiel die Porto Alegre, Hauptstadt von Rio Grande do Sul, ist sehr grausam, was passiert in Porto Alegre. Viele Leute verlieren ihre Häuser und auch die Stadt verliert die grünen Felder. Porto Alegre ist sehr bekannt, weil sie hat so viele staatliche Landwirtschaft. Es gibt viele Leute, die produzieren Nahrungsmittel in der Stadt. Die alle diese Land wurde er von Immobilienspekulanten in Hochhäuser gewöhnt. Das ist so grausam. In Minas Gerais, in Porto, Belo Horizonte, Recife, em Fortaleza, überall, Manaus und so weiter. Aber das Problem jetzt ist, dass diese Widerstand, wir haben ein paar Erfolge gehabt in Natal, in Nordost-Brasília, in Fortaleza, ein kleiner Erfolg auch, in Rio de Janeiro auch, ein paar Gemeinden wurden nicht removiert. Bis jetzt haben wir so eine staatliche Schule, eine der 10 bessere Schule in Brasilien, allgemein wurde so, der Bürgermeister und der Gouverneur von Rio möchte das kaputt machen, um da eine Parkplatz zu bilden. Eine der besten Schulen in Brasilien. Eine der 10 besten Schulen in Brasilien. Und das war ein riesengroßer Kampf. Und jetzt haben wir es ge ge gewonnen, zum Beispiel. Diese Schule geht nicht mehr unter, bis 2014. Wir wissen nicht, was passiert danach, aber wir sind da. Jetzt sind wir in sehr großen Kampf gegen die Privatisierung von Maracanã. Ein Kampf gegen die Privatisierung von der Aterro do Flamengo. Dieser riesige, große, schöne Park, das wir haben, Populärpark. Wir sind auch gegen wir werden so ein präservierte Gebiet in Rio de Janeiro, das heißt Geschütztes Geschutzgebiet, in einem Golfpark für die Olympiaden. Aber das Golfpark, das ist schon festgestellt, dass um den Golfpark Hochhäuser wurden gebaut. Und das ist ohne Steuer zu bezahlen und so weiter. Golf. Niemand spielt Golf in Brasilien. Das ist so eine verrückte Sache. Und das ist ein Naturschutzgebiet. Ai, ich bin schon müde zu sagen, weil das ist echt sowas. Wie ich sage, dass ihr hier lebt in Berlin, diese Spekulation und so weiter, plus N Potenz, weil das ist echt viel. Ja, es ist Überall. wie ein Kampf David gegen Goliath, aber wo ganz offensichtlich, was du jetzt zwischendurch auch gesagt hast, glücklicherweise auch einzelne Ja, positive ja. Erfolge durch den Widerstand und durch die Vernetzung auch Ja. entstanden sind. Gibt es da noch irgendwie ein, sag ich mal, eher positives Beispiel, was du sagen kannst, was euch oder was gelungen ist durch
durch den gemeinsamen Widerstand, durch die Vernetzung, gerade auch auf nationaler Ebene? Guck mal, ja, ich glaube schon, dass in dem Politikbereich, ne, ich meine, in Rio de Janeiro, ich spreche mehr über Rio de Janeiro, weil Rio de Janeiro ist eine Synthesis, glaube ich, eine Zusammenfassung, was alles, was passiert in Brasilien. Ne? Deswegen, das ist wie ein Labor, das ist wie ein großes Labor von dieser Politik, dass wir halt Wertstadt, eine Stadt, die wieder ein Wert, so ein Wert in zu verkaufen, Wertsetzung. Eine Wertsetzung zu verkaufen, das ist der zu verkaufen. Und es gibt jetzt, ich glaube, viele junge Leute, die sich engagiert haben. Und das, wir haben erlebt in bestimmter Zeit eine Lethargie, so eine Art und Weise, dass, wie die Leute einschläft irgendwie. Aber jetzt nicht. Ich glaube, es gibt eine Bewegung, es gibt eine Mobilisierung. Die Leute sind betroffen von dieser Situation, weil das ist total schlecht ist jetzt. Ich glaube, das ist auch positiv. Ist langsam Arbeit. Alles die Arbeit, die ihr vorbereitet habt für diese Cúpula dos Povos in Rio, während der Rio Plus 20, die Sozialgesellschaftsbewegung gemacht haben damals, diese auch haben viele Erbe für Rio de Janeiro gelassen, nach meiner Meinung nach. Weil die geht wie diese Politisierung. Die jungen Leute hauptsächlich jetzt ist höher. Und für uns ist es auch sehr positiv. Weil wir haben erlebt eine bestimmte Zeit in Brasilien, dass die politische Mobilisierung war sehr schwach. Und jetzt fängt wieder an. Und ich meine, das ist auch ein sehr positiver Erfolg von all dieser Arbeit, dass viele Organisationen und alle machen. Ne? Ja, das ist ja ein kleines Zeichen der Hoffnung, ja, sage ich mal. Leider ist jetzt unsere Zeit auch so ziemlich vorbei. Vielleicht möchtest du aber auch nochmal sagen, was sind eure, gerade das ist ja auch ein Thema, wo international zusammengearbeitet wird, hier mit Netzwerken. Was sind im Grunde genommen auch eure Erwartungen vielleicht auch gegenüber der kritischen Öffentlichkeit hier auch in Deutschland oder gegenüber der internationalen Solidarität? Was siehst du da für Chancen möglicherweise noch? Mensch, ich glaube, auf der anderen Seite, Entschuldigung, vielleicht auch noch den Punkt, dass es ja nicht darum geht, und das hattest du auch in einem anderen Punkt ganz deutlich erwähnt, es nicht darum geht, den Fußball in dem Fall zum Beispiel, die Fußballfreude den Menschen zu nehmen, sondern das ja was Positives ist, aber die Ereignisse darum, wie es stattfindet, eben verändert werden müsste. Ja, wir sagen immer, dass wir sind nicht überhaupt nicht gegen Fußball. Ich mag gerne Fußball. Wir brasilianische Leute lieben Fußball. Deutsche Leute lieben Fußball. Aber das Problem ist, wenn die Leute hier sieht nächstes Jahr diese Weltmeister in Brasilien, wenn die wieder ein Spiel sehen, die muss denken, dass diese Spiele hat einen sehr hohen Sozialkost. Und wir müssen das überlegen. Es geht weiter. Wir werden nicht gegen FIFA irgendwie eine internationale Kampagne machen. Irgendwie, wann? Ich weiß nicht wie, aber nicht wann. Aber wir müssen das überlegen. Ja, nächstes Jahr, ich glaube, das ist auch eine Voraussetzung, vielleicht von der Stiftung auch hier und von der Gruppe hier in Deutschland, ist mehr die Veröffentlichkeit Arbeit zu leisten. Und diese Ergebnisse, die soziale Ergebnisse von der Weltmeisterschaft zu zeigen, von der öffentlichen Meinung hier. Hier in Deutschland, ich hatte eine Meisterschaft gehabt hier, ne? 2000, ne? Ja. 2000. Und das hat nicht diese so einen sozialen Impact wie in Brasilien. Wieso in Südafrika, wieso in Brasilien ist so hoch die Kosten von diesen Dingen? Das ist ein Geschäft. Das ist die Ausbeutung. Es geht weiter. In verschiedenen Sachen. Das sind 500 Jahre, mehr als 500 Jahre Geschichte, und die Ausbeutung geht weiter, in verschiedenen Formen. Und wir müssen über diese Nord-Süd-Beziehung ein bisschen mehr vertiefen, im Blick auf die Aktualität dieser Ausbeutung, das heute funktioniert, auch mit dem Fußball. Ich danke dir sehr für dein Kommen. Ja, danke, ich bedanke.